lohnt es sich momentan mit Escape from Tarkov anzufangen, wenn man es noch nie gespielt hat oder wenn man eine längere Pause hinter sich hat, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Kurze Antwort, ja, jetzt ist sogar der perfekte Zeitpunkt. Ausführliche Antwort, jetzt. Oh, ein Headshot. Не стрелять! Прекратить огонь! Не стрелять! Прекратить огонь! Give up, bears! Da ist noch einer. Zuerst müssen wir überlegen, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, bei Tarkov anfangen zu können? Also wann ist eine gute Zeit und wann ist eine schlechte Zeit? Und da sage ich, je weniger Leute Tarkov spielen, also je weniger krasse Leute unterwegs sind, desto leichter ist es natürlich für Neueinsteiger, sich in dem Spiel zurechtzufinden, alles zu erforschen, herauszufinden und Erfolg zu haben. Wann sind weniger krasse Leute auf den Servern? Natürlich, wenn sie gelangweilt sind. Gute Spieler sind deswegen gut, weil sie viel spielen, weil sie dadurch erfolgreich sind, viel Map-Knowledge kennen, viel das Spiel gut kennenlernen und ihre Erfolge einfahren. Aber dadurch, dass Escape from Tarkov noch in der Beta ist und der Content, sage ich mal, begrenzt ist, ist es so, dass man, wenn man sehr, 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 sehr intensiv Tarkov spielt, Midwipe teilweise schon gelangweilt ist. Midwipe bedeutet, eine Vibe-Phase momentan dauert 6 Monate, das heißt, wir haben sozusagen eine Season, die 6 Monate geht. Und am Ende dieser 6 Monate wird der Account resettet und man fängt wieder ganz von vorne an. Diese Phase, in der es wieder von vorne losgeht, ist eigentlich das, was alle maximal fasziniert. Da gibt es sozusagen die ursprünglichen Fights, das, was wirklich Tarkov ausmacht. Und je schneller man in seinem Progress ist, desto schneller überwindet man diese erste Phase, kommt ins Endgame und hat dann teilweise halt schon relativ früh nichts mehr zu tun. Diese Phase haben wir momentan, dass viele Leute gelangweilt sind, ihren Progress beendet haben und Tarkov den Rücken kehren, weil sie nichts weiter machen können. Das ist einfach zu Ende gespielt sozusagen und man versucht erstmal abzuwarten, bis dieser Reset, bis das Seasonende kommt. Das ist nämlich so, dass Nikita aus Versehen im vorletzten Podcast sich versprochen hat, es rausgeplappert hat, dass ein Vibe definitiv geplant ist zum Update 12.12. Gleichzeitig hat er gesagt, dass 12.12 im Dezember geplant ist. Also wenn man jetzt 1:1 zusammenrechnet, ist der Vibe im Dezember geplant. Kann natürlich immer anders kommen, es kann auch ein Gag sein oder sonst irgendwas, aber wir gehen erstmal davon aus, dass das so stimmt. Und das bedeutet, dass die Leute sozusagen jetzt ein bisschen ihre Ruhephase haben bis zum Dezember, vielleicht um die Weihnachtszeit herum, bis dann der Vibe kommt. Und dass in dieser Zeit wahrscheinlich das Spiel mitunter am inaktivsten sein wird. Das ist ein Scaff. Was? Wo denn? Da hinten? Lol. Fuck, hab ich nicht gesehen. Bis zum Schluss. Ist er das gewesen? Das war er wahrscheinlich. Ah, übel, wie schlecht ich ihn da oben gesehen habe. Holy shit. Wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, sind momentan viele Spiele-Releases auf dem Markt. Also wir haben momentan zum Beispiel Battlefield 2042. Und Battlefield 2042 ist ein Game, ein Genre, was sich sozusagen die Spielerschaft so ein bisschen teilt. Also jemand, der so ein bisschen fasziniert ist von Escape from Tarkov, der wird auch durchaus mal in Battlefield 2042 reinschauen. Und das bedeutet gerade diese Chats, diese Hardcore-Spieler, die sehr viel Zeit investieren und wieder neue Herausforderungen brauchen, die sind natürlich prädestiniert für Battlefield 2042, um da reinzuschauen und zu spielen. Also noch mehr Abzug von Spielern aus Escape from Tarkov. Wie nennt man so einen Kill? Death from above. Wenn wir jetzt noch ein paar andere Dinge dazu nehmen, wie technische Probleme und ja dieses, jenes, ihr wisst, es gibt immer ein bisschen was zu meckern, würde ich sagen, haben wir momentan mit einer Phase, wo mit die wenigsten Spieler im Spiel sind und das ermöglicht neuen Spielern sehr, sehr gut reinzufinden. Man hat nicht immer die High-Level-Vierer-Teams gegenüber, die einen komplett fertig machen, sondern man hat wirklich hier und da die Chance, auf ruhigeren Servern viel ruhiger seine Quests zu machen, das Spiel kennenzulernen, voranzukommen. Es ist wirklich ein toller Zeitpunkt, was die Anzahl der Spieler und der Hardcore-Spieler vor allem angeht. Kontakt vor uns, doch hier. Oh, fuck.
Okay. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, warum momentan ein guter Zeitpunkt ist. Und zwar wurde vor einiger Zeit das Scuff-Karma eingeführt. Scuff-Karma bedeutet, dass man für gute Aktionen belohnt und für schlechte Aktionen bestraft wird. Als Scaff. Wer nicht weiß, was eine Scaff-Runde ist. Scaff-Runden sind praktisch kostenlose Runden, die man spielen kann. Wenn man stirbt, verliert man nichts. Wenn man aber überlebt, kann man den Loot, den man in dieser Scaff-Runde eingesammelt hat, behalten. Das ist eine kostenlose Runde. Und dadurch, dass man eben diese Scaff-Karma eingeführt hat, wird man relativ wenig bis fast gar nicht erschossen. Ich kann euch gerne mal mein Video empfehlen, wo ich 10 Scaff-Runden gemacht habe auf Interchange. Wie viel dabei rausgekommen ist, wie oft ich gestorben bin. Es ist wirklich faszinierend. Und das ist momentan etwas, was sich sehr, sehr stark lohnt. Es ist momentan der dynamische Loot eingeführt worden, der geht auch nie wieder weg. Das war kein Event, sondern es ist eine permanente Änderung. Das bedeutet, so die Standard-Loot-Routen sind ein bisschen genervt worden. Das heißt, man kann nicht mehr ganz, ganz, ganz so viel Geld machen. Aber es ist immer noch verdammt viel Geld, was man machen kann. Und deswegen sind Scuff-Runden momentan auch ein sehr, sehr, sehr starkes Mittel, um Spielern zu ermöglichen, Geld zu farmen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass jemand, der gar keine Ahnung hat von Tarkov, in so eine Runde reingeht und 200.000 Rubel machen kann in einer Runde, das ist so viel Geld für einen Anfänger. Da denke ich mir, dass momentan wirklich eine goldene Zeit ist, gerade auch was Scaff-Runden und das Geldmachen angeht. Licht war doch an! Hä? Hier ist Licht an und oben war da auch Licht an? Oder habe ich es verpeilt? Hier ist auch Licht an. Hä? Da ist kein Licht an. Oh mein Gott. Der dritte Grund ist der angesprochene Vibe. Genauso, dass es ein Grund ist, dass man jetzt schon anfangen kann, weil weil momentan wenig Leute spielen. Genauso ist der Vibe auch ein Grund für euch, jetzt eure Erfahrung zu sammeln. Die eine längere Pause gemacht haben, werden jetzt herausfinden, was sich alles geändert hat, weil es ändert sich viel. Ständig kommen neue Veränderungen rein. Es braucht eine gewisse Umgewöhnungsphase und die wollt ihr nicht erst haben, wenn der Vibe losgeht. Wenn alle wieder im Spiel sind, wenn alle wieder von Null anfangen und battlen und versuchen vorwärts zu kommen, dann wollt ihr natürlich schon die Erfahrung haben. Was sind die Neuerungen? Wie funktioniert das Spiel? Und was auch noch dazu kommt, ist, jetzt so relativ kurz vom Vibe habt ihr die Möglichkeit, euer Gear hier zu überwinden. Also scheiß auf die Waffen, scheiß auf das Geld. Jeder Rubel ist da ausgeben zu werden, Rüstung ist da, um gespielt zu werden. Ihr braucht nichts zu verkaufen, ihr spielt das Zeug einfach, weil es ist sowieso bald der Vibe. Und Vibe bedeutet, dass euer komplettes Inventar, euer Stash, eure Skills, euer Progress in den Quests, alles resettet wird. Einige sagen dann, ja, lohnt sich's doch nicht jetzt anzufangen, wenn sowieso alles resettet wird. Genau jetzt lohnt sich's anzufangen, genau aus diesen Gründen, weil es euch eine Komfortzone gibt, dass ihr viel lockerer an die Sache rangehen könnt. Und jeder, der schon mal Escape from Tarkov gespielt hat, weiß, dass das eines Hauptproblem ist. Diese Angst vor dem Spiel, dieses Gear 4, seinen Loot zu verlieren, seine Ausrüstung zu verlieren, mit gutem Equipment reinzugehen, lieber ein paar Scaff-Runden machen. Das ist ganz typische Vorgehensweise bei Spielern. Und genau jetzt ist so eine Phase, um diese Angst zu überwinden und hoffentlich dann dieses Gelernte zu übernehmen nach dem Vibe und dann ohne Angst in den Vibe zu starten. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen mit dem Wort Angst, aber es ist so. Und ich weiß, ich war selber früher so. Man hat einfach einen großen Respekt davor. Und gerade nach einem Vibe will man das alles ordentlich und gut machen und geht dann vielleicht teilweise in die falsche Richtung. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass jetzt ein super Zeitpunkt ist, loszulegen. What? Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen etwas motivieren konnte, mit dem Spiel loszulegen. Wenn ihr Fragen habt, mich kontaktieren wollt oder sonstiges, schreibt mir gerne auf Discord oder auf Instagram an. Das sind die beiden Quellen, wo ich es am ehesten lese. Ich selber bin live auf Twitch und neuerdings ab 11 Uhr morgens samstags auf YouTube. Also jeden Samstag 11 Uhr auf YouTube. Ich will das Ganze mal testen, lernen, wie das da funktioniert. Ich finde, das ist auch ein mega spannendes Thema. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bleibt gesund, bleibt sauber, macht keinen Quatsch und spielt ein paar Runden. Ciao, 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 ciao.